Einen wunderschönen guten Morgen im vollgefüllten blauen Salon der Gulasch-Programmiernacht Nummer 21 beim Frühstückstalk um 10 Uhr. Und so viele Menschen, es ist sensationell. Für die den Fahrplan nicht genau gelesen haben, ja, es geht um Klammern, aber nicht um Runde. Das heißt, das ist kein Lisp-Talk. Möchte jemand jetzt noch den Saal verlassen? Nein? Gut. Dann würde ich sagen, begrüßt bitte mit einem ganz großen Applaus den Martin Schulte mit geschweifte Klammern in der Bash. Ja, vielen Dank. Kurz zur Historie dieses Talks. Ich habe in den vergangenen Jahren, könnt ihr mich akustisch oder da gibt es irgendeine Rückkopplung jetzt nicht mehr. Ich habe immer mit großer Freude die Aufzeichnungen vom Lyra gesehen und da war ja immer dieses ewige Betteln, dass doch mal jemand anders auch einen Talk halten möge und da konnte ich dann auch nicht mehr widerstehen, zumal ich große Teile schon fertig hatte. Kurz zu mir, ich wohne im Linux Hotel in Essen, da gibt es auch ein paar Wohnungen und da arbeite ich auch freiberuflich als Trainer für die Kurse Linux Grundlagen und Shell Programmierung. Ja, worum soll es heute gehen? Achso, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne auch direkt. Ich wiederhole sie dann, weil ich denke dann immer, wenn am Ende so eine Frage kommt, wo ich denke, warum kam die nicht nach 10 Minuten und was hat derjenige, der jetzt die Frage stellt, in der Zwischenzeit verstehen können? Also stellt sie direkt. Ich habe ja auch gehört, es gibt immer Präsente sozusagen, für die Fragen stellen. Ne? Habe ich auch gut aufgepasst. Ne? Und da habe ich was mitgebracht hier. Also für besonders gute Fragen, ich weiß nicht, haben wir diese schöne Cap Sysadmin hier zu verleihen und noch ein paar andere Dinge. Also nutzt, macht reichlich Gebrauch. Die ist jetzt meine, aber da unten sind noch ein paar mehr drin. Also es gibt die auch in unbenutzt. Okay. Nee, zu Essbares habe ich leider nicht dabei. Also soweit bin ich dann noch nicht in der Entwicklung geraten. So, ja. Wir reden ja von der Shell, ne? Und es soll um die geschweiften Klammern gehen. Es gibt ja auch die runden Klammern und die eckigen Klammern. Auf die eckigen Klammern kommen wir auch noch mal kurz zu sprechen gleich, zweimal sogar. Erstmal die runden Klammern. Wenn man die so in eine Kommandozeile tippt, was passiert dann? Was macht die Shell damit, bevor sie die als Argumente an das Echo übergibt? Die Antwort lautet ja. Nimmt das in den geschweiften Klammern als Comma-Separated List und versucht dann irgendwie. Viel zu kompliziert, sie macht gar nichts damit. Also das Echo, die geschweiften Klammern haben, so wenn sie so alleine stehen, Details dann im Laufe des Vortrags, die haben erstmal überhaupt keine besondere Bedeutung. Das Echo wird jetzt mit drei Argumenten aufgerufen, nämlich mit der geschweiften Klammer auf, mit dem Hallo und der geschweiften Klammer zu und entsprechend werden diese drei auch ausgegeben. Klassische Anwendung ist, wo hat man, wenn man beginnt mit Unix, mit der Shell, mit Linux zu arbeiten, wo begegnen aus meiner Sicht beim ersten Mal einem die geschweiften Klammern, bei welchem Kommando? Da gibt es nämlich eins, was praktisch die Tatsache, dass da erstmal gar nichts mit passiert, ausnutzt. Genau, das ist das Find. Ne? Da habe ich keins vorbereitet, dann machen wir das mal schnell. Wir suchen also, ausgehend vom aktuellen Verzeichnis, alle Dateien, deren Name mit GPN Stern beginnt und führen daraus mal da auf dieser gefundenen Datei ein ls-l auf. Das Find sucht jetzt. Wenn es eine Datei gefunden hat, macht es ein ls-l. Und jetzt muss ja das Find wissen, wo es dem ls-l den gefundenen Dateinamen übergeben will. Und das wird sozusagen dargestellt durch das Paar geschweifter Klammern. Das funktioniert nur, weil die Shell dieses Paar geschweifter Klammern völlig in Ruhe lässt. Und dann müssen wir es noch abschließen. Hiermit und na, dann sehen wir, Moment, sah jetzt noch nicht ganz richtig aus. Was habe ich noch nicht richtig gemacht? Das scheint. Achso, oh ja, ich war noch im falschen Verzeichnis. Genau, ich wollte erst in dieses Verzeichnis wechseln und dann tut es das Beispiel auch. Ne? Er sucht jetzt in den Tiefen und dann gibt es in dem Verzeichnis Files
eine Datei GPN 21 und auf dieser macht er dann das LS-L. Also an der Stelle ist das wichtig, ist das sozusagen ein Sonderzeichen für das Feind, aber die Shell lässt ihre Finger davon. Wichtig zu wissen vielleicht, dass man an der Stelle nicht über die Shell nachdenken muss. Gut, wo findet man das noch? Im Zusammenhang mit dem Dollarzeichen. Das Dollarzeichen der Shell wird ja verwendet, um praktisch Variable zu dereferenzieren, um also den Inhalt aus Variablen rauszukommen. Ihr kennt es alle, was nehmen wir denn mal? Ort gleich, ich nehme jetzt mal Karlsruhe, weil wir ja auch gerade hier sind. So, und wenn ich den Wert dieser Variablen ausgeben will, was mache ich dann, wenn ich ihn auf dem Bildschirm sehen will? Echo Dollar Ort. Genau. Was empfiehlt sich eigentlich immer? Also ich würde in meinem Grundlagenkurs immer sagen, schreibt es so nicht. Was sollte man eigentlich immer dazu schreiben? Ja. Das können wir noch gleich diskutieren, aber ja, so ein. Genau, also die doppelten Anführungszeichen darum, um nämlich die Wildcard-Expansion und das Word-Splitting, nur mal so, um die beiden Wörter jetzt in den Raum zu werfen, zu verhindern. Also macht, wenn ihr auf Variablennamen zugreift, auf Variablenwerte zugreift in der Shell und nicht genau wisst, was er tut, dann seid ihr in der Regel mit den doppelten Anführungszeichen auf der sicheren Seite, ja? Ja, das macht einen Riesenunterschied, sehr gute Frage. Kannst du da schon mal so ein bisschen tracken, wer da gleich sozusagen... Genau, also was passiert jetzt? Jetzt kriegen wir den Wert dieser Variablen angezeigt. Was passiert, wenn wir jetzt die Single-Quotes drum setzen? Dann wird die Variable nicht dereferenziert, sondern man kriegt einfach den Text as is. Genau. Jetzt kriegt man $Ort als Ausgabe, weil innerhalb der einfachen Anführungsstriche alle Shell-Sonderzeichen bis auf das schließende Anführungszeichen ihre Bedeutung verlieren. Ne? Also das ist wichtig. Gut, dann machen wir noch ein Beispiel. Ort gleich D Stern. So. Ja, ich hoffe so. Jetzt machen wir mal Echo $Ort. Na, so, das war der. Jetzt machen wir das mit den doppelten Anführungsstrichen. Dann kommt D Stern raus. Und was passiert jetzt unangenehmerweise, wenn ich, darum jetzt der Grund, jetzt habe ich es doch erklärt, aber macht ja nichts. Was passiert jetzt, wenn ich die doppelte Anführungsstriche weglasse? Ja, nicht Variablen, sondern Dateien. Ne? Der macht jetzt die sogenannte Wildcard-Expansion oder Globbing auch genannt. So, und was, jetzt habe ich hier oben ja mal ein LS gemacht. Ne? Hier haben wir eine Datei namens declare a. Und jetzt wird, bevor das Echo aufgerufen wird, aus diesem Dollar auch declare a. Dann gibt er declare a aus. Und wenn wir eine zweite Datei hätten, touch Dortmund, dann würde ich die beide bekommen. Manchmal will man das, in der Regel will man das heutzutage eher nicht mehr. Ne? Da gibt es dann andere Methoden. Es gibt ja immer so Dinge wie zum Beispiel Usernamen, naja, da weiß man, da kommen keine Sterne drin vor, wenn sie ordentlich sind. Ja, aber es kann ja verschiedene Gründe auch geben, dass Menschen auch Dateien anlegen, die eben nicht ordentlich sind. Ne? Und wenn dann irgendwas expandiert wird auf einem Verzeichnis, wo man öffentlich Dateien anlegen kann und dann wird aufgrund dieser so gefundenen Datei dann eine Wildcard-Expansion gemacht und vielleicht was ganz anderes gelöscht, das kann unangenehme Folgen haben, ja? Ja. Genau. So, jetzt kam eben ein Antwort, Bist du nur so lieb, entweder kurz die Antwort, also den Zwischenruf zusammenzufassen oder mich mit dem Mikro hinkommen lassen. Ja. Eins von beiden. Ganz vergessen. So, dann gab es eben noch die Anmerkung, man kann hier auch, machen wir hier mal wieder die doppelten Anführungsstriche drum, man kann, aber man muss aus meiner Sicht nicht die geschweiften Klammern drum machen. Da kommen sie ja jetzt gerade sozusagen zum Tragen. An der Stelle, es gibt Entwickler, Style Guides, die sagen, mach da immer die geschweiften Klammern zu, dass die begrenzen sozusagen den Variablennamen.
Macht an der Stelle keinen Unterschied, würde einen Unterschied machen, wenn wir sowas hier hätten. Na, so. Was gibt er jetzt aus? Jetzt ist das für ihn die Variable hier. Ne? Ort, her, er sucht die Variable Orte, die ist nicht gesetzt, das stört ihn nicht, da setzt er also nichts ein und macht dann ein Stuben dahinter, also kommt Stuben raus. Wenn wir jetzt so wie vorgeschlagen Klammern, dann wären daraus... Ja, da habe ich eben noch was falsch gemacht. Ich hätte auch bei der Zuweisung hier eben tatsächlich schon Quotes verwenden müssen. So. Und dann. Moment. Ach so, ja. Natürlich, ja. So, so wollte ich es machen. Karlsruhe. So, und jetzt wären da draus die Karlsruher Stuben. Mit einem E zu viel, aber das sei mir jetzt mal nachgesehen. Genau, also das, man kann, wenn man kompliziertere Ausdrücke hat, also wenn nicht ganz klar ist, wo der Variablenname endet, dann kann man sozusagen, er geht genau so lange, findet man häufig, wenn man einen Unterstrich braucht. Mal als Beispiel. So, was mache ich jetzt hier? Ja? Genau, ne? Wir rufen das Kommando Date auf in einem eigenen Prozess und sammeln das Ergebnis und packen es dann in die Variable D hinein. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage Touch oder Echo, hallo, größer, $D.bug, sowas hier, oder die Unterstrich-Bug muss ich jetzt mal nehmen, was ist dann passiert? Ja, dann kriegt er jetzt hier sowieso die Krise, warum? Er weiß nicht, wo die Variable endet, er findet hier keinen Wert, wenn ich das jetzt hier in die Klammern setze, dann nimmt er sauber den Wert dieser Variablen und wir haben eine Datei, 2023-0609 unterstrich bug. Also da ist es hilfreich, die Variable zu begrenzen, damit die Shell weiß, wo der Variablenname aufhört. Es geht auch umgekehrt bei den Argumenten, die ein Shell-Skript bekommt, bei den auch Positional-Parametern genannt. Da hat man den umgekehrten Effekt. Ich versuche mal hier gerade dieses hier zu machen. Ja, was mache ich jetzt mit dem Kommando? Da simuliere ich sozusagen, als hätte ich diese Shell, die ich da habe, aufgerufen mit den Argumenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich also jetzt zum Beispiel in $0 reingucke, in $1 reingucke, und dann ist in meinem ersten Positional Parameter der String 1 drin. Und wenn ich in $9 reingucke, dann steht da 9 drin. Und wenn ich in $10 reingucke, dann kriege ich 1 und die 0, weil jetzt arbeitet die Shell so, ne, hier ist mein Positional Parameter zu Ende, dann setze ich den dahinter und was kann ich jetzt an der Stelle auch machen? Ich kann die geschweiften Klammern anwenden und das so zusammenfassen und dann kriege ich auch die 10 raus. Ist allerdings, glaube ich, eine sehr seltene Anwendung, denn Skripten, die dann explizit auf ihren 10. Parameter zugreifen, das ist vielleicht schon ein Zeichen, dass irgendwo vorher was nicht ganz richtig gelaufen ist. Ja. Variablennamen, die so gemeinsam anfangen und dann eine kürzer sind, die andere länger. Genau so. Gut, aber jetzt das erste ist durchaus häufiger, ne, dass man den so reguläre Variablennamen, aber jetzt auf $10 oder $22 zuzugreifen, halte ich dann schon für etwas seltener. Gut, aber richtig schön wird es jetzt eigentlich, wenn man erstmal den Schritt gegangen ist. Man sollte natürlich auch hier jetzt immer brav die Double Quotes verwenden, es sei denn, man möchte es explizit vermeiden. Also man weiß, was man da tut an der Stelle.
Und wir nehmen jetzt lieber nochmal hier um eine Variable Ort. Ne? Da stand ja jetzt Karlsruhe drin. Und was jetzt die Shell kann, also die Bash kann es, und zum Teil einige der Dinger, die ich jetzt, also einige der Operationen, die ich jetzt vorstelle, die sind auch in der im POSIX-Standard definiert, andere nicht. Also das ist so ein bisschen, ja, da müsste man gucken, ob, wenn man sicher sein will, dass man POSIX-kompatible Skripten guckt, dann kann man die nicht alle verwenden. Was kann man jetzt hier machen? Man kann in diese geschweiften Klammern, wo der Variablenname steht, noch weitere Operationen sozusagen einbauen. Zum Beispiel ein doppeltes Caret hoch, wie heißt das? Naja, Caret heißt Caret. Dach. So, was macht das? Nimmt den Wert aus der Variablen raus und verwandelt ihn komplett in Großbuchstaben. Das hätte man früher mit TR gemacht. Vorteil hier: Das ist auch UTF-8 kompatibel. Ja, kommt man mit TR ja in der Regel nicht mehr weiter. Ne? Also das ist sehr schick. Genauso kann man eben, gut, hätte ich hier nur eins von denen genommen, dann hätte er jetzt, dann verwandelt er nur den erst, also er capitalized das erste Buchstabe groß. Und ich kann es eben auch mit Komma, einem Komma erster Buchstabe klein, zwei Komma alle Buchstaben klein. Ja, Harald? Ja, er capitalized das stimmt nicht, also er macht nur den ersten Buchstaben groß, der Rest bleibt, wie er ist. Ja, dann habe ich vielleicht... Das wäre ja erster groß, Rest klein. Ja, okay, das... du hast wahrscheinlich recht, ich bin aber nicht ganz sicher. Also die Frage oder die Anmerkung vom Harald war, er verwandelt nur den ersten Buchstaben. Wir können es ja letztendlich auch ausprobieren. Also, ne, probieren wir es mal so, Köln. Versucht, macht klug, ne? Und ja, die Anmerkung vom Harald war richtig. Also er ändert nur den ersten Buchstaben in einen Kleinbuchstaben, wenn es noch kein Kleinbuchstabe war, tatsächlich. Ich komme nachher noch viele andere Beispiele. Immer mit einmal so ein Pattern, macht es genau einmal. Genau. Ja. Okay. Ja. Also die Frage ist, probieren wir auch das aus? Wir nehmen mal Ort gleich. Ort mit zwei. Na, Bergisch Gladbach ist tatsächlich ein Ort mit einem Leerzeichen in der Mitte. Was passiert jetzt, ist die Frage. Und ich vermute mal, dass jetzt sozusagen, also wenn wir es alles in Großbuchstaben verwandeln, dann sollten wir es komplett in Großbuchstaben kriegen. Und wenn wir nur den ersten in einen kleinen Buchstaben verwandeln, dann wird nur der erste in einen kleinen Buchstaben verwandeln. Die Frage ist aber auch, ist das dann ein typografisches großes Leerzeichen? Sorry, ich trolle hier. Da hinten gab es eine sinnvolle Frage. Also die Frage ist, ob man da auch ein Pattern mitgeben kann und jeden dritten Buchstaben in Großbuchstaben verwandeln kann. Das ist damit nicht. Also entweder komplett klein, komplett groß, den ersten und genau. Ja. Und für den Rest gibt's Perl. Genau. Ja, oder für den Rest kann man das auch zerlegen. Ne? Ja. Gibt's genau eine Kombination, dass ich sage, jetzt alles klein, aber der erste Buchstabe groß. Das heißt, erst alles klein und dann quasi. Ja, also die Frage ist, kann man das sozusagen schachteln, diese Operation? Ja, das muss man explizit tun. Es ist nicht so, dass man das wie Funktion, also diese Operationen, die kann man nicht wie Funktionsaufrufe schachteln, sondern da muss man erst das Ergebnis einer Variablen zuweisen und dann auf diese Variable nochmal anwenden. Ich habe zumindest keinen Weg gefunden, sollte das anders sein. So, ich glaube, nee. Ich breche das jetzt hier mal kurz ab, damit du wieder zurückkommst. Genau. Wir reichen für nächstes Jahr eine Panel-Diskussion ein, Shell-Golf für Einsteiger mit Harald, Martin und mir auf der Bühne und ihr werft uns dann einfach Fragen zu. Genau, so machen wir es. Gut, noch ein Beispiel hier, hatten wir doch gerade Köln hier irgendwo, ne? Na, Köln. Echo, was man eben auch häufig braucht, ne?
Wir wollen von Ort vom Zeichen 0, das ist jetzt mit dem Index 0 basierend, die ersten drei Zeichen haben. Und dann hängen wir da mal das SCH und dann kriegt man das Getränk raus, was man in Köln so gerne trinkt. Also wir nehmen uns hier aus dem Wort Ort ab dem Zeichen 0 die ersten drei Zeichen und das ist dann der Wert des Ganzen. Und das eben auch, hier sieht man es dann auch wieder, dass es funktioniert, eben auch UTF-8 kompatibel. Ich glaube, darf ich eine... Ja, ja. Ja. Ich wollte nur Ja, dann geht es vom Ende aus. Ja, genau. Das geht auch. Ja, und da gibt es jetzt ganz viele Operationen. Ich lasse die nächste Mal weg. Da kann man sagen, nimm von hinten alles, was du musst. Das wird kompliziert. Gut, aber wir müssen mal mit ein bisschen Zeit einholen. Kurz noch vielleicht ein Beispiel hier, was es noch Schönes gibt. Die assoziativen Arrays habe ich ja sozusagen erwähnt. Genau das ist jetzt hier mal ein Statement, was ein assoziatives Array deklariert. Na, wir haben das Array Einwohner. Das muss man tatsächlich auch deklarieren, sonst muss man Variable in der Shell nicht deklarieren. Und jetzt sage ich hier, ich habe zu dem Key Berlin, habe ich den Wert und so weiter und so weiter und so weiter. Ich source mir das mal hier in meine Shell rein, damit ich das Statement ausgeführt habe. Ja, und dann sind da so erstmal so die primitive Operation, Echo, Einwohner von Hamburg. Ja, und jetzt ist deine Antwort richtig. Jetzt brauche ich tatsächlich die geschweiften Klammern, weil er sonst nicht erkennt, dass das Hamburg, dass der Array-Zugriff auf diese Variable ist. Sonst würde er schreiben Einwohner und dann Hamburg irgendwie. So, und jetzt kriegen wir halt diese Zahl dann da raus. Und da gibt es auch noch ein paar niedliche Operationen. Wir können so... Ach so, ja, hast du recht. So viel Zeit muss sein. So machen wir es falsch. Ne? Wir greifen jetzt hier auf eine Variable Einwohner zu, die nicht gesetzt ist. Da macht er dann den leeren String und hängt dann den String eckige Klammer auf Hamburg eckige Klammer zu dahinter. Okay, so, man kann, nur um das nochmal kurz anzureißen, man kann auf alle Werte eines Arrays zugreifen, indem man hier die als Index den Klammeraffen verwendet. Da sollte man jetzt spätestens jetzt wirklich auch auf die Double Quotes gehen. Ne? Jetzt kriegen wir alle Werte zurück. Wir können uns auch alle Keys geben lassen. Ja, natürlich so nicht. Ne? So, das sind die Keys in dem Array. Und was können wir noch machen? Ja, wir können uns noch die Länge dieses, also wie viele Elemente gibt es in diesem Array, anzeigen lassen. Okay. Ach so, Enter. Ja, meine Enter-Taste klemmt manchmal etwas. Okay. Gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Na, also da lohnt es sich wirklich mal in die Handbuchseite zu gucken, bevor man da mit TR und irgendwelchen anderen Programmen anfängt, die es meistens auch dann nicht so gut tun und die natürlich performancemäßig auch ein Problem gegenüber so einer Shell-internen Funktion haben. Da mal umgucken, was es da alles Schönes gibt. So, Harald erstmal. Zum Handbuch, also mein Bash, man findet es ganz leicht immer nach zwei Kommas oder zwei Prozentzeichen. Weil mein Bash ist lang und das, was man. Genau, also Man Bash, ich lese auch nicht die Man Bash, sondern ich gucke mir lieber die HTML-Seite bei GNU.org an. Ja, aber ansonsten. Aber halt da, wenn man weiß, wonach man suchen muss, nach zwei Kommas, zwei Deckchen, braucht man noch zwei Backslashes dazu. Ja. Dann ist man ganz schnell auf die richtige Stelle. Da war noch eine Frage. Also die assoziativen Arrays sind... Was war die Frage? Achso, Entschuldigung, die Frage war, ob das noch POSIX-kompatibel ist bis jetzt. Die assoziativen Arrays sind es mit Sicherheit nicht. Bei den anderen Operationen will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine aber auch schon da... Aber da muss man einfach mal nachgucken, ne, wenn man wirklich... das habe ich nicht so...
auf dem Schirm. Du könntest einen Talk für nächstes Jahr vorbereiten, das diese Frage beantwortet und erklärt, was POSIX-Standard ist und was da nicht drin ist und GNU und... Oh mein Gott, bitte nicht. Es sind doch nur 3000 Seiten PDF, das kann man doch mal eben da halten. Okay. So, jetzt kommen wir zu... Also, das war jetzt das Thema, die geschweiften Klammern im Zusammenhang praktisch mit dem Dollarzeichen. Wir holen den Wert aus einer Variablen raus, begrenzen den Variablennamen einerseits und verknüpfen das noch potenziell mit anderen Operationen. Also wirklich gute Features, die einem das Leben leichter machen können. Nächstes Thema, ja, wir liegen ja ganz gut in der Zeit zu meiner Überraschung, ist die sogenannte Brace Expansion. Erstes Beispiel, Echo... Harald, Martin. So, jetzt setzen wir das hier sozusagen mal in geschweifte Klammern. Und Karlsruhe, wo kommst du noch her, Harald? Jetzt haben wir Tübingen damit. Tübingen, gut. Du willst ja nicht das Ü drinnen haben. Nee, ach, an der Stelle ist es ohne Beweiskraft sozusagen. So, was passiert jetzt? Wir haben jetzt hier ein paar geschweifter Klammern und in diesem paar geschweifter Klammern, da steht etwas, im Gegensatz zum Feind eben, wo das leer war. Ne? Also da muss man jetzt gucken. So, jetzt passiert die sogenannte Brace Expansion. Er läuft jetzt sozusagen alle Elemente, alle komma-getrennten Elemente in diesen geschweiften Klammern durch, also Harald und Martin, und kombiniert sie mit dem Rest. Machen wir erstmal hier den, schneiden wir den Rest noch einmal ab. Der Rest ist in dem Fall nur ein Unterstrich. Es kommt also raus Harald Unterstrich und Martin Unterstrich. Beides als ein einzelnes Argument. Ja, und jetzt ist die Frage natürlich wieder ans Publikum gedacht. Was passiert, wenn ich das jetzt so schreibe, ja, genau das Wort, was ein Mathematiker offensichtlich hier, das Kreuzprodukt wird jetzt gebildet, jetzt kommt Harald Essen, Harald Tübingen, Martin Essen, ich bin nochmal in Tübingen gewesen, der Harald in Essen, passt also alles wunderbar zusammen. Da kann man auch tatsächlich Bereiche, ja, noch eine Frage? Also die Frage ist sozusagen, was passiert, wenn ich jetzt hier ein Leerzeichen hinmache? Dann betrachtet er das als zwei getrennte Brace Expansions. Also dann kriege ich aus der ersten Harald Martin raus und aus der zweiten Essen Tübingen. Das hätte ich mir also einfacher erzeugen können. Ja. Ja, ich habe da mal rumgefummelt und also die Frage ist, muss man da jetzt escapen oder wenn man genau diesen Effekt, ich glaube, das geht gar nicht mehr. Ne? Also das hat. Bitte? Also Harald erklärt euch nach dem Vortrag, wie das mit den Backslashes geht und den Double Quotes. Ich bin relativ skeptisch, dass er die Aufgabe, die ihr ihm stellen werdet, dann lösen kann. Aber ich lasse mich auch eines Besseren überreden. So, was haben wir als nächstes hier in diesen Klammern? Könnten wir zum Beispiel auch machen die Zahlen von 3 bis 17. Jetzt die zwei Punkte statt des Kommas, dann zählt er durch. Manchmal sehr hilfreich, ne? Er kann das auch in Zweierschritten tun. Er kann das Ganze auch mit Buchstaben machen. Ja, da kam die Hupe zurecht. Also, gib mir Zeichenbereiche an. Oder auch sowas. Alle Kleinbuchstaben. So, das sind die. Mit Umlauten klappt das Ganze nicht mehr. Interessant auch die Frage, die ich mal bekommen habe. Was passiert denn jetzt, wenn ich das hier mache vom großen Z bis zum kleinen A? Da kommt ASCII. Ja, hier, da können wir direkt wieder einen hier gleich für ein Geschenk notieren. Da kommt ASCII. So, da kommt Z und dann kommen da
Ja, da ist ein kleines Problem. Sieht jemand das Problem? Oh, 15 Minuten noch. Das ist ein großes Problem, aber... So, wer kennt die ASCII so gut, dass er den Fehler hier sieht? Der bäckige, der Backslash, der da im ASCII, also Harald, ne, ist, da fehlt der Backslash, wenn der ASCII-Tabelle nachguckt, sieht, da fehlt der Backslash. Ich habe das mal als Fehler angemerkt und da kam eine sehr lange Erklärung, warum das so passiert ist und es wurde nicht gefixt. Und also, es macht auch, glaube ich, keinen großen Sinn, da irgendwas zu machen. Wenn man hier genau guckt an der Stelle, steht da auch nicht wie an den anderen Stellen ein Leerzeichen, sondern stehen zwei Leerzeichen. Also irgendwie ist die Reihenfolge der Evaluation in der Shell so, dass er dann aus dem Backslash ein Backslash-Leerzeichen macht. Ne? Also macht es einfach nicht. Genau. Ja, aber es ist wertlos und kompliziert, aber ja. Auch bei Harald nach dem Vortrag, ich werde voller Demut alles tun, aber ich habe da lange versucht und ich glaube, es hat auch gar keinen Sinn. Also das ist so ein typisches Beispiel. Vielleicht könnte man akademisch da noch was herausfinden, ich glaube es aber nicht. Weitere Fragen zu Escape-Sequenzen, einfache und doppelte Hochkomma im Anschluss an den Talk, genau, an Harald. Und du hast eine halbe Stunde, ich habe mich vertan, du hast noch 30 Minuten. So, da machen wir hier gerade noch, sind auch Netzwerker im Raum bestimmt, ne? Ja, Entschuldigung, ich bin ein alter Mann, der da mit diesem modernen Zeug... Nein. Ja, da kommt wieder ein Berechtigter. So, was mache ich jetzt hiermit? Nee, das... So, was kriege ich damit angezeigt? Ich glaube, das lässt sich in einem... Also die alten Männer hier und alten Frauen und wer auch immer, die alle Class was Adressen? Ne, das müssten alle Class C Adressen sein. Jetzt kommt die Warnung, liebe Kinder, macht das nicht auf eurem Rechner nach, wenn ihr nicht genug Hauptspeicher habt. Ich mache mal ein zweites Fenster auf und jetzt können wir hier der Basch zusehen, wie sie langsam größer wird, ne? Und ja, weil sie baut jetzt tatsächlich erstmal alle diese Strings da hintereinander auf. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht irgendwie hier vertan, aber ich meine, es käme gerade noch so mit meinem Hauptspeicher hin. Und jetzt gibt er die auch alle aus, ne? Das kann dann auch mal einen Moment dauern. Ja, genau, also da müsste man, so. Und jetzt wollte ich, achso, und jetzt müsste eigentlich jemand sagen, warum geht das denn überhaupt? Warum geht das nicht mit BinEcho? Warum geht das nicht mit BinEcho? Der Harald hätte meinen Vortrag auch blind halten können. Was passiert jetzt, wenn ich hier nicht das Echo, sondern UserBinEcho hinschreibe? Probieren wir es mal aus. Ja? Also erstmal ist richtig, das Programm Echo, was wir eben genutzt oder was wir die ganze Zeit genutzt haben, das ist ja ein eingebautes Kommando. Jetzt wird ein externes Programm aufgerufen und wenn ein externes Programm aufgerufen wird, nicht du Harald, da sitzt noch einer hinter dir einer. Hervorragend, den müssen wir uns für den Hauptpreis merken hier. So, jetzt er fängt jetzt erstmal an und baut diese ganzen Strings auf und merkt dann irgendwann Minuten später, dass das Ganze so nicht klappen wird. Ja? Löst er die Brackets erst komplett auf und dann. Okay, deswegen dauert das so lange. Okay. Genau. Er baut erstmal wieder diese ganzen Class-C-Netz-Adressen zusammen und merkt dann, ruft dann das Programm auf und sagt: Nee, das klappt nicht. Ne? Ja. Aber daran zu optimieren, ich glaube, wäre auch irgendwie sinnlos. Ja? Ja, auch eine, also die Frage war, was mit Double Quotes passiert. Ich glaube auch eine Frage an Harald für nach dem
Vortrag. Es wird nicht wirklich was Tolles bringen. Also das heißt, in dem Fall können wir es, glaube ich, sogar machen. Wir werden mit Harald sprechen, dass er nächstes Jahr einen Quote- und Double-Quote-Talk einreicht. Also die Antwort ist einfach, ne? Weil in Double-Quotes findet Brace Expansion überhaupt nicht statt. Ja? Genau. Also es ist wichtig, dass, also die Frage war, ist das jetzt ein Spezial von eine Funktion von Echo sozusagen, ja, oder wo kommt das her? Und die Frage ist deshalb so wichtig, die Antwort ist ein klares Nein. Alles, was wir jetzt getan haben, spielt sich in der Shell ab. Ne? Die Shell baut erst diese Class-C-Netzadressen auf und übergibt sie dann dem Programm Echo. Ja, deshalb ist... Und das hat mit dem Echo, da könnte man jetzt auch Cat machen. Da würde Cat jetzt die 2 hoch 24 nicht gefundenen Dateinamen bemängeln. Wenn man die Fehlermeldung genau anschaut, da steht Bash-Doppelpunkt davor. Der Fehler kommt vor der Bash. Ich will was ausführen, egal was da, ob da jetzt User bin Echo gestellt wäre. Die sagt schon, die Argument ist so, und genau der Kernel sagt. Genau. Und das kriegt dann die Bash zurück und vertextet genau, das. Die Bash baut die 2 hoch 24 Argumente zusammen, startet ein Programm und will dem 2 hoch 24 Argumente übergeben und dann sagt der Kernel, das ist jenseits der Limits. Ne? Okay. Nein, wir ändern jetzt nicht die erlaubte Anzahl an Parametern. Nein. Genau. Wichtig ist, dass man, was man gerne verwechselt, und deshalb gehe ich jetzt doch nochmal darauf ein, ist die Brace Expansion mit der Wildcard Expansion. Ich habe mich ja eben ein paar Mal vertippt, als dann auch dieses Pieps aus dem Publikum kam. Machen wir mal Folgendes. Touch / temp. A bis F. Sleep 60, nee, ich will schon Sleep 60 haben. Ja, stimmt, ja, doch, hier, das ist wieder ein berechtigter Kommentar. Also, Brace Expansion und jetzt mache ich ein Touch/Temp A, B, C, D bis H. So, jetzt, ne? Also hier müsstet ihr wissen, was passiert. Was passiert hier mit diesem Kommando? Ja? Genau, wir übergeben dem Touch die Argumente temp A, B, C, D und so weiter und dann erzeugt das Touch im Ordner temp diese 6 Dateien. Dann warten wir eine Minute. Ich schmeiß das schon mal an, damit die Minute uns nicht von der Zeit abgeht. So, und dann haben wir ja hier nochmal ein Shell-Sonderzeichen. Also, ja, ne, also eine Gruppe. Die eckigen Klammern, das gehört zu den Wildcard-Sonderzeichen. Was passiert jetzt da? Und das höre ich so oft falsch und ich habe es wahrscheinlich mindestens genauso oft auch falsch erzählt, bis ich mir da einmal klar gemacht habe, was da wirklich passiert, ja? Genau, weil was passiert jetzt? Jetzt sind wir nicht mehr im Bereich der Brace-Expansion, was irgendwie ein normales Kombinatorikproblem ist, sage ich mal, sondern wir sind jetzt hier bei der Wildcard-Expansion. Der sucht jetzt hier alle Dateien zusammen, die zu diesem Muster passen. Und nach dem, was wir eben angelegt haben, haben wir die Dateien temp D, temp E und temp F angelegt und eine Datei temp G und Type H, die gibt es nicht. Die würden zwar zu diesem Muster passen, aber da es sie nicht gibt, werden sie an der Stelle auch nicht sozusagen expandiert eingesetzt. Und wenn ich jetzt also alles richtig gemacht haben sollte und da nicht zu viel drin steht, ja, da gab es wohl irgendwie, genau, da gab es von vor ein paar Tagen noch eine Temp M, aber das ist jetzt hier genau das, was passiert ist. Um 10.53 Uhr haben wir Temp A bis Temp F angelegt und um 10.54 Uhr haben wir die D und die E und die F nochmal berührt und damit deren Zeitstempel hochgesetzt. Also durchaus etwas, was man sich klar machen sollte.
diese beiden Prozesse, ne, die werden gerne vermischt. Und ihr seht ja, ich vermische sie auch gerne, indem ich an Stellen, wo ich zwei Punkte schreiben müsste, dann hin und wieder mal den Minusstrich schreibe. Da muss man sich konzentrieren und wissen, was passiert. Also wichtig, das hier bezieht sich immer, da sucht die Shell für euch Dateien zusammen, Dateien, die es gibt. Hier, das sieht jetzt natürlich aus, alles wie ein Dateiname aus vom Gefühl her, aber das ist eigentlich, sind das nur Zeichenketten, die nach einer gewissen Regel zusammengebaut werden. Die haben mit den Dateien, die es im Dateisystem gibt, nichts zu tun. Gut, so. Das war jetzt das dritte Kapitel. Jetzt kommt das vierte. Nein, nein, der Talk geht über geschweifte Klammern. Genau, und Harald erzählt. Aber eins wollte ich doch noch. Harald, er hat zwar wieder nicht recht, der Harald, aber auch nicht unrecht. So, ich habe hier eine Menge von Dateien angelegt. Ja, und da wollte ich noch eine schöne Sache zeigen. Ich mache mal Cat und dann ein E. Und wenn ich jetzt die Tab-Taste drücke, ich nehme an, den meisten, die mit der Shell arbeiten, ist die bekannt, dann wird der Dateiname vervollständigt. Es gibt nur einen Dateinamen, der mit dem kleinen E beginnt, also vervollständigt das hier zu essen. Da steht jetzt nichts drin, deshalb kommt auch nichts raus. Jetzt fangen wir mal mit dem F an. F-Tab. So, er sagt, okay, alle Dateinamen, die jetzt hier kommen, da kommt hinter dem F ein A, also kann ich das mal machen. Aber dann geht es nicht weiter. Und jetzt piepst es. Und die Technik hat eben gesagt, brauchst du Sound? Das ist die einzige Stelle, wo ich Sound brauche. Also ich sage jetzt, es piepst jetzt hier. Ne? Weil er es nicht vervollständigen kann. Und wenn ich nochmal Tab drücke, dann, das ist jetzt eine interaktive Bedienung hier, dann zeigt er mir an, wie ich es vervollständigen könnte. Ich kann ihm auch hier sagen, Meta oder Escape Stern. Und dann setzt er mir alle Dateinamen direkt dahin. Das ist schick. Aber jetzt kommt es noch viel abgefahrener, weil wir sind ja bei den geschweiften Klammern. Und jetzt mache ich Meta, also Escape oder Alt und dann geschweifte Klammer auf. Und dann vervollständigt er mir das so. Also ich habe es in meinem Leben noch nie praktisch angewendet, aber meine Reaktion war genauso wie eure eben, man ist begeistert. Ne? Also das, ja, gut, also das ist doch wirklich hier. Diesen einen Moment im Leben, wo man das dann braucht. Ne? Wer weiß, ne? Nur ob man sich in dem einen Moment dann auch daran erinnert, das ist natürlich die zweite Frage. Ne? Also, das ist eine gut. Frage. Okay, Frage. So jetzt... Frage. Ach, Frage, ja. Vielleicht ketzerische Frage, aber funktioniert es auf NetZ-Shell? Das kann ich dir nicht sagen, aber da haben wir ja nächstes Jahr den Z-Shell-Vortrag, ne? Also die Frage war, ob es auch in der Z-Shell... Gut, so, jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, das heißt Grouping. Und da macht man auch gerne blöde Fehler. Wie viele Minuten noch? Viertelstunde. Ach, das kriegen wir locker hin. Grouping. Im Grouping fasst man mehrere Kommandos zusammen und gibt denen sozusagen einen gemeinsamen Standard-Output, einen gemeinsamen Standard-Error, einen gemeinsamen Standard-Input und was auch sonst noch immer. Aber das sind ja die drei Kanäle, die man so typischerweise hat. Und da gibt es zwei Möglichkeiten und die unterscheiden sich diffizil. Ich fange mal erstmal an mit den runden Klammern. Echo, hallo. Echo. GPN 21 und dann mache ich hier die Klammer zu und mache das nach runde.out. So, ne, was passiert? Das Echo schreibt Hallo auf den Standard-Output, das zweite Echo schreibt GPN 21 auf den Standard-Output. Die haben einen gemeinsamen Standard-Output und der wird umgeleitet in die Datei runde.out. Und wenn wir uns dann die Datei anstehen, gucken, steht da dieses drin. So, und jetzt haben das wahrscheinlich alle schon mal, also das ist, nennt man dann auch so Command Grouping, das haben wahrscheinlich alle von euch schon mal gesehen, das geht nämlich auch mit geschweiften Klammern. Aber es ist gemeinerweise diffizil anders. Ich schreibe das nochmal hier hin. So. Wenn ich mit dasselbe mit den geschweiften Klammern, also es gibt dann immer noch einen Unterschied, dazu gleich mehr. Ich mache das mal mit den geschweiften Klammern. Was muss ich jetzt machen, damit das funktioniert? Ja?
Genau, also ich muss hier erstmal ein Leerzeichen einbauen. Echo, hallo. So, dann mache ich weiter. Echo GPN 22. Jetzt muss ich hier noch einen Semikolon hintergeben und dann kann ich das, die schließende geschweifte Klammer machen und dann mache ich das mal in geschweifte.out. So, und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und das kann man dann auch verstehen. Also, die runde Klammer, die ist in der Shell ein Kontrolloperator. Und das ist praktisch so ein Zeichen, was eben wie das Plus in der Mathematik oder das Semikolon, ne, um das Semikolon in der Shell muss ich ja auch keine Leerzeichen drum machen. Das kann ich machen, muss ich aber nicht. Ne, die bricht sozusagen im Parsing die Stelle ab da, und danach kommt dann was Neues. Die geschweifte Klammer, und das können wir ihn auch fragen, nämlich mit dem Kommando Type, was ist denn die geschweifte Klammer? Die geschweifte Klammer ist ein Schlüsselwort, wie zum Beispiel eben auch das if, was wir alle irgendwie mal wahrscheinlich gesehen haben. Ja, und jetzt wird klar, wenn ich das hier oben so schreibe, oder auch so, was würde jetzt, was versucht jetzt die Shell, wenn ich dieses Kommando eingebe? Ja, Harald, hinter dir. Genau, sie guckt nach, also erstmal, ich wiederhole es mal direkt, ne? Gibt es ein Binary, was geschweifte Klammer auf Echo heißt? Das wird unser erster Fehler sein. Und dann, was passiert dann? Ah, dann nehmen wir mal hier. Genau, die wird als Argument, also das ist jetzt einfach ein Argument in der Kommandozeile von dem Echo. Und dann kriegen wir hier einmal die Fehlermeldung, dass er dieses Kommando nicht gefunden hat. Das ist deine Antwort. Und jetzt gucken wir mal in geschweifte.out rein. Da steht dann GPN 22 und die geschweifte Klammer zu drin. Es ist jetzt, wenn man es dann einmal weiß, auch klar. Ja, aber wenn man es verstanden hat, kann man es sich halt einfacher merken. Wie so manchmal im Leben, ne? Genau, jetzt ist die Frage natürlich, jetzt haben wir hier zweimal diese, einmal mit runden, einmal mit runden Klammern, einmal mit geschweiften Klammern. Was ist denn jetzt der Unterschied? Ja? Genau, die Runde startet eine Subshell. Das heißt, es wird eine neue Shell aufgemacht. Da in dieser neuen Shell werden die Kommandos ausgeführt und dann wird diese neue Shell geschlossen und es geht weiter. Jetzt machen wir das, ändern wir das Kommando mal ein bisschen. Nee, ich wollte das hier haben. Wir wechseln erstmal ins Verzeichnis, ins Root-Verzeichnis, cd slash. Man kann übrigens natürlich auch hier das Leerzeichen machen, man muss es nur nicht machen. Ne? Und machen mal ein ls. Und was steht jetzt in Runde drin? Ja, alle Dateien aus dem Root-Verzeichnis. Okay. Machen wir dasselbe mit, naja, ist jetzt egal. Machen wir dasselbe mit dem hier. Was steht jetzt in der Datei geschweifte drin? Ah, gar keine Datei namens geschweifte. Warum? Wir haben jetzt keine Subshell ausgemacht. Dieses CD ist in der aktuellen Shell ausgeführt worden. Und weil es in der aktuellen Shell ausgeführt worden ist, ist diese Shell jetzt im... Wie hast du gerade den File-Name-Completion hinter Cut gemacht? Warum? Du hast dich ganz in die geschweifte Punkt auch getippt. Ja. Wenn ich jetzt dem Harald was beibringen kann, ist heute ein großer Tag. Also. Dann wiederhole aber bitte auch seine Frage. Genau, also der Harald hat gefragt, ich habe eben hier geschweifte so schnell geschrieben, ne? Und da, genau, wenn man Tab drückt, dann darf ja jetzt eigentlich gar nichts passieren, weil ich nicht im richtigen Verzeichnis bin. Aber wieder hinter dir wurde die richtige Antwort schon gegeben. Metapunkt.
kopiert das letzte Wort aus der letzten Zeile. Also Ausrufezeichen Dollar. Ja, aber Ausrufezeichen Dollar ist nicht interaktiv sozusagen. Ne? Okay, Ausrufezeichen Dollar, genau, das sollte das sein. Also eine wichtige Hilfe, Eingabehilfe, letztes Wort der letzten Zeile ist Metapunkt. Man kann auch das letzte Wort aus der vorletzten Zeile, dann macht man das zweimal. Man kann auch das erste Wort, dann muss man Meterzahl, Meterpunkt machen. So, also ich muss jetzt zurückwechseln, wo ich eben gewesen bin. Und da ist natürlich die Datei Geschweifte auch entstanden, mit demselben Inhalt wie die Datei Runde auch. Ne? Nur haben wir jetzt an der Stelle eben diesen Verzeichniswechsel sozusagen. Einmal ist in der Subshell ausgeführt und dafür nicht relevant. Und ja, das war's dann. So, 9 Minuten. Puh. So, das, jetzt kommen wir dem Ende nahe. Es gibt noch eine sehr wichtige Stelle für die, die programmieren möchten in der Shell. Reguläre Ausdrücke sagen euch was? Ah, auch noch ein Thema für nächstes Jahr, ne? Das ist ein ganzer Track. Das ist ein ganzer Track, genau. Welche Programme, also wir reden sogar über erweiterte reguläre Ausdrücke, ne, denn nur in diesen sind die geschweiften Klammern eigentlich so richtig da. Welche Programme kennt ihr, die mit regulären Ausdrücken arbeiten? Grep zum Beispiel, genau. Perl, ja, okay, da direkt die Kanone, ja. Bitte? SED, genau. Das sind so die Klassiker, AWK kann es auch, aber und wahrscheinlich kann es auch jeder Mail-Client heutzutage, also sie sind ja überall. An welcher Stelle kann jetzt die Shell reguläre Ausdrücke? So, wir setzen mal eine Variable, die Nah-Variable Ort haben wir die noch. Ja, so. Jetzt kommt die große Frage, was machen die doppelten eckigen Klammern und was machen die einfachen eckigen Klammern? Kopfweh? Also, ja. Also ich glaube, die einfachen sind ein Alias oder sogar ein eigenes Binary, das das gleiche tut wie Test. Genau, also, ne, ich wiederhole es kurz, ne? Also richtige Antwort, es gibt ein Kommando, das heißt eckige Klammer auf. Und das ist dasselbe Kommando wie das Kommando Test, mit welcher sozusagen kleinen Zusatzbedingung das Kommando eckige Klammer auf möchte als letztes Argument eckige Klammer zu haben, sonst beschwert er sich. Also wenn ich das Kommando eckige Klammer auf nur aufrufe, dann beschwert er sich über die eckige Klammer zu, die fehlt. Ansonsten ist es das Kommando Test. Hervorragend erklärt. Auch noch, ne, es gibt, man kann ja mit Type, muss ich jetzt mal abkürzen, nachgucken, ne, das Kommando eckige Klammer auf hat man auch in die Shell eingebaut. Warum sind viele Kommandos in die Shell eingebaut? Da gibt es ein paar verschiedene Gründe, aber hier, der ist relativ offensichtlich. Warum hat man so Kommandos wie Echo und eckige Klammer auf in die Shell eingebaut, ja? Genau, ne, die Antwort ist, für ein externes Kommando muss ein Fork und ein Exec gemacht werden, also ein neuer Prozess gestartet werden, da ist der Kernel involviert. Ich glaube, es dauert eine Millisekunde auf meinem Rechner hier, aber das ist auch vielleicht auch anders, aber es kostet jedenfalls Ressourcen und das hier ist beliebig viel schneller. Ne? So. Das kann auch... Ja, also genau, also wobei es jetzt auch so ist. Wiederholen. Ach so, zusammenfassen. Genau, zusammenfassen. Also man hat natürlich jetzt die Sicherheit, wenn man die Bash hat und in der Bash das eckige Klammer verwendet, ist A da. Gut, das sollte bei einem richtigen Distribution sowieso da sein. Aber B, es ist auch klar, was es für eine Funktion hat. Und das mit der einen Man-Page würde ich nicht so ganz unterstützen. Also wenn ich Man eckige Klammer aufsage, welche Man-Page bekomme ich dann? Die von dem
externen Programm. Wie kriege ich die, ne, da geht, wird auch auf diese Äquivalenz nahezu von Test und eckige Klammer auf nochmal eingegangen. Wie kriege ich die Manpage von dem in die Shell eingebauten eckige Klammer auf Kommando? Ja, vielleicht, vielleicht und nach langer Zeit, aber dafür gibt es auch ein eingebautes Kommando namens Help, das mir die anzeigt. Ne, also da, na gut, der verweist jetzt wahrscheinlich auf die Manpage, ne? Er verweist auf das Test. So, und da kriegen wir jetzt, und dann könnte man jetzt natürlich auch noch hingehen, und da hat der Harald recht, und eins zu eins überprüfen, ob das übereinstimmt. So, jetzt kommen die doppelten eckigen Klammern. Und in diesen doppelten eckigen Klammern, das ist ein modernes Wesen, um Vergleiche zu machen. Ich sage jetzt Wesen, es ist tatsächlich im POSIX-Standard schon reserviert, aber es muss nach laut POSIX nicht implementiert sein. So jedenfalls mein Stand. Hier kann ich Vergleiche machen, aber innerhalb dieser doppelten eckigen Klammern gelten die normalen Regeln, was die Shell so tut, wie sie Variable expandiert, die gelten da nicht. Und das spart einem, also zum Beispiel kann ich sowas machen wie, wenn die Zahl der Argumente größer als 1 und die Zahl der Argumente kleiner als 7 ist. Das kann ich hier schreiben. Wenn ich das mit einfachen eckigen Klammern schreiben würde, sieht jemand, was dann passiert? Da gibt es kein und. Warum? Das und ist schon ein Shell-Sonderzeichen, mit dem man nämlich zwei Kommandos verbinden kann. Das geht jetzt alles, weil sozusagen, so merke ich mir das immer, innerhalb der doppelten eckigen Klammern diese normalen Shell-Mechanismen außer Kraft gesetzt werden. Und innerhalb dieser Mechanismen gibt es jetzt auch etwas, da können wir tatsächlich auch Vergleiche auf die Gleichheit mit einer regulären, mit einem regulären Ausdruck machen. Und zwar, ich mache es immer falsch, rum so, wenn der Ort diesem Muster entspricht. Also wenn er mit einem großen K anfängt, dann kommen zwei beliebige Zeichen, und das ist ja das Wiederholungszeichen hier, die geschweiften Klammern. Wer jetzt keine erweiterten regulären Ausdrücke hat, der kommt ja dann nächstes Jahr zum Workshop. Wer es halt kennt, der weiß jetzt, ne, das ist so zu lesen, der Wert der Variablen fängt mit einem großen K an, dann kommen zwei beliebige Zeichen und dann kommt ein kleines N. So, und das müsste ja der Fall sein, und weil das der Fall ist, ist jetzt was passiert? Genau, also es gibt hier verschiedene Reinrufer, die berechtigterweise sagen, wir gucken in den Exit-Status dieses Kommandos, und das ist dann tatsächlich 0. 0, 0 ist der Exit-Status, es ist gut gegangen. Und wunderbar. Abschluss, ein Kapitel schlabber ich jetzt, aber das ist wirklich, ich habe es noch nie benutzt. Wenn man mit diesen Dingern hier arbeitet, ne, also wenn man dieses Matchen auf reguläre Ausdrücke braucht, nutzt in der Shell, dann bekommt man in der Shell ein Array gefüllt. Und das heißt Batch Rematch. Und in dem Array-Element 0 steht der ganze gematchte Ausdruck drin. Das ist also Köln. Und in dem Array-Element 1 steht das, was in den ersten Klammern drin steht. Und das ist dann in dem Fall Ö und L. Ne? Öl. Habe ich ja sogar noch. Ja, und dann bin ich jetzt fast fertig geworden und die Zeit ist um und es ist auch warm. Und ich danke euch für die aktive Mitarbeit und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier die Preise verteilen. Vielen Dank. Applaus